Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino, Grillen am Fuß des Wiedengebirges. Heute Morgen gab es zum Frühstück Bacon und Bohnen, war super lecker. Letztens auf Insta habe ich gesehen, dass jemand so eine Bacon-Marmelade, Bacon-Jam gemacht hat. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch. Wie ich das mache und was ich dafür brauche, das zeige ich euch jetzt. Ja Leute, hier steht das leckere Zeug, was wir für diese Bacon Jam brauchen. Das ist zum einen natürlich Bacon, habe ich hier 600 Gramm. Dann brauchen wir hier fein gewürfelte Zwiebeln, braunen Zucker, Pfeffer schwarz, Paprika geräuchert. Ich habe hier noch ein bisschen Zwiebelgranulat, weil ich mag gerne Zwiebeln. Ja, dann drei Knoblauchzehen hier auch fein gewürfelt. Optional hier so ein bisschen Schnittlauch, Petersilie zur Garnitur. Dann natürlich Whisky, hier habe ich einen Jack Daniels. Ahornsirup, ganz wichtig, Balsamico-Essig und Sriracha-Soße, so ein bisschen für die Schärfe und da ist auch noch ein bisschen Knoblauch drin, ein bisschen fruchtig. Und ja, jetzt schneiden wir gleich zusammen erstmal den Schinken und zwar in so kleine Stücken wie, ja, ich sag mal so 10x10 mm bzw. dünn, Millimeter vielleicht dick, aber 10x10 Plättchen, 10x10 mm. Viele braten den an. Den Schinken und nicht pürieren den nachher, aber häcksel den nachher noch klein, das mache ich nicht. Ich mag es gerne, wenn da so ein paar Stücke drin sind. Und ja, wie gesagt, wir fangen mit dem Schinken an und dann packen wir das Ganze in eine Eisenpfanne auf den Herd oder in eine Gussform auf dem Herd, beziehungsweise auf dem Grill natürlich. Und ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und dann seid ihr beim Schneiden wieder dabei. Jo, jetzt schnappen wir uns den Schinken, beziehungsweise den Bacon, schneiden den einmal in der Mitte durch. Und ja, es bleibt jedem selbst überlassen, wie dick oder wie dünn er den schneidet. Ich schneide den ganz gerne dann so, also hauchdünn, ne? In solche Dinger hier. Und dann einmal, zweimal, dreimal solche Streifen. Und dann nochmal so in so, ja, 10 mm mal 10 mm Plättchen. Aber wie gesagt, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das macht. Ich mag es gerne so. Habe ich übrigens erst einmal gemacht in meinem Leben, Bacon Jam. Und wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte und heute Morgen nicht drauf gekommen wäre, dann ja, wäre das immer noch nichts geworden. Aber so machen wir das jetzt und dann ja, müssen wir mit dem ganzen Schinken machen und dann kommt er in der Eisenpfanne auf den Grill und dann geht es weiter. Dann hole ich euch auch wieder dazu. So, der Bacon ist geschnitten. Sieht so aus. Wie gesagt, das sind jetzt 600 Gramm. Die Rezeptur für diesen schönen Bacon Jam könnt ihr nachher natürlich unter dem Video wiederfinden. Ja, und jetzt braten wir das Ganze mal auf unsere Eisenpfanne, in unserer Eisenpfanne an. Habe ich jetzt zwei Brenner auf Volllast, die Pfanne draufgestellt, 5 Minuten. Und jetzt geht es daran, den Bacon jetzt richtig auszulassen. Heißt, langsam, aber sicher garen, knusprig, Fett. Ja, das Fett sollte dann irgendwann austreten, wird dann nachher auch abgegossen, beziehungsweise abgesiebt. Und dann geht es weiter. Aber jetzt müssen wir erstmal den ganzen Bacon anbraten. Und zwar schön langsam, wie gesagt, Fett muss raus. Das Fett übrigens nicht wegtun, das kann man auffangen, kann man super zum Weiterbraten nehmen, für Bratkartoffeln, kann man sich auch so aus Brot schmieren, wer es mag. Oder an irgendwelche Soßen oder in irgendwelches Fleisch, wo so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Bacon-Geschmack mit dran sein soll. Aber jetzt braten wir das erstmal an. So, wir haben jetzt gute 30 Minuten die Pfanne auf dem Grill gehabt. So, wenn Fett anfängt zu schäumen, dann ist es ausgelassen. Heißt, wir nehmen das jetzt runter, gießen das Ganze in ein Sieb, fangen das Fett natürlich auf, weil das ist ja richtig edeliges Fett. Edeles Fett, edeliges, edeles Fett, edel, edel. So, und dann geben wir nachher die Baconstreifen noch mal so ein bisschen auf Küchenpapier. Ich muss jetzt einmal drehen, das wird nämlich sehr heiß hier, obwohl ich die dicken Handschuhe anhabe. Oh Leute, ihr müsstet das riechen. Hammer. Ja, sieht so aus. Wie gesagt, das lassen wir jetzt abtropfen, dann kommt es gleich auf Küchenpapier. Und dann haben wir es. Die Pfanne setzen wir natürlich wieder auf den Herd, weil da kommt gleich wieder ein bisschen Fett rein. Und dann ja, werden die Zwiebeln und der Knobi angebraten. Wir gucken mal, was am Fett rauskommt. Ah ja, hier. Lohnt sich, ne? Sind alles Kalorien. Aber leckere Kalorien. So, lassen wir einen Moment abtropfen.
Und dann braten wir gleich wieder zusammen die Zwiebeln und den Knoblauch an. So, den Bacon haben wir abgetropft hier in so einem Küchensieb. Das ist an Fett übrig geblieben. Den restlichen Bacon haben wir so ein bisschen auf Küchentuch verteilt. So, der entfettet jetzt auch noch. So, und jetzt geht es daran, die Zwiebeln anzubraten. Dafür nehmen wir wieder so ein bisschen von diesem leckeren Fett und geben das zurück in die Pfanne. Wie gesagt, den Rest bitte nicht wegschmeißen. Kann man super nehmen zum Bratkartoffeln anbraten oder ich sag mal für Brokkoli schmeckt super, weil wir machen Brokkoli auch gerne mal mit Bacon. Hammergeil. Ja, auf jeden Fall geben wir da jetzt die Zwiebeln rein. So, und die brutzeln wir mal richtig an. Ein paar Minuten und dann kommt, ja, der Knoblauch kommt gleich auch noch dazu, aber den wollen wir nicht sofort mitbraten, weil der auch schnell verbrennt. Lassen wir das Ganze mal so ein bisschen Farbe annehmen. Und dann geht's weiter. Hört mal. Gehe ich jetzt wieder dabei. Ja, geht weiter. Zwiebeln sind hier angebrutzelt. Knoblauch haben wir vorhin beigegeben. Jo, kriegt jetzt auch Farbe. Heißt, wir machen da jetzt mal so einen gesunden Schuss. Ich glaube, 2 Esslöffel Sriracha waren es oder 1,5. So, 1, 2. Soll ja auch ein bisschen würzig sein. Ja, und die Gewürze. Pfeffer und Zwiebeln und Paprika geräuchert. Wow, riecht auf jeden Fall mal heftig. Dann rühren wir das Ganze mal gut durch. Wow, geil. Sehr heiß hier. So, und jetzt packen wir mal Schuss Ahornsirup dazu. Da können wir ruhig so 80, 90 Gramm dran geben. Geil! Und nicht zu vergessen den Whisky. Und zwar 8 Cl, ne? Ja, genau. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Oh, riecht geil. 7, 8. Bisschen aufpassen mit den Flammen, weil wenn die Flamme da reinschlägt, kann sein, dass alles brennt. Deswegen seid ein bisschen vorsichtig. Dreh die mal an der Seite runter, lass sie nur in der Mitte an. Und jetzt kochen wir das Ganze ein. Oh, riecht das genial. Heftig. Ja, und das lassen wir jetzt so mal 2 Minuten köcheln. Oh, riecht geil. So, 3 Minuten sind rum. Die Kirchenglocken läuten immer noch. Oh ja, genial. So, und jetzt nehmen wir unseren Balsamico-Essig. Und da packen wir auch mal 6 cl von dran. Machen wir hier über ein Pinnchen. 2, 4, 6. So, und jetzt wird wieder eingekocht. Natürlich, wenn es geht, immer mal zwischendurch rühren. Aber, oh, jetzt riecht es noch genialer. Ich liebe Balsamico. Oder Basilikum. Oder den Essig davon. Super. Ja, jetzt geht es wieder ans Einkochen. Kirche ist fertig mit dem Läuten. Jetzt kommt der Zucker dazu. Der braune. Boah, geil. So. Geil. Und wieder einkochen. So, das ist natürlich abhängig von der Konsistenz, so wie ihr die haben möchtet. Ich möchte so ein bisschen, ja nicht wie Gelee, aber ruhig ein bisschen fester. Und wenn das Zeug nachher im Kühlschrank steht, in der Glasschale bzw. im Glas, mit einem vernünftigen Deckel, dann lässt sich das auch locker 4 Wochen im Kühlschrank halten. Beziehungsweise ist die Haltbarkeit für 4 Wochen gewährleistet. So, und jetzt lassen wir es wieder mal richtig durchkochen. So, die Zwiebeln sind eingekocht. Sieht so aus. Ist nur so leicht sämig, muss auch sein. Und jetzt geben wir den Bacon wieder zu. Oh, der raschelt richtig, der ist richtig knusprig. Geil. So, cool. Und jetzt rühren wir das Ganze mal unter, beziehungsweise durch.
Ihr müsstet das riechen. Oh, wie geil. Geil und heiß. Ich glaube, ich mache hier mal einen Brenner aus. Und jetzt lassen wir das Ganze noch mal ziehen. Ja, es hat auf jeden Fall schon mal eine sämige Konsistenz. Oh, geil. Boah, ihr müsstet das wirklich riechen. Hammer. So. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal ein bisschen einreduzieren. Und dann wird gleich verkostet. So, noch mal eingekocht. So sieht es jetzt aus. Also die, ja, sämig. Die Flüssigkeit ist wirklich, ja, verkocht. Geil. Ja, die Herd ist schon aus, oder beziehungsweise der Grill. Jetzt nehmen wir das Ding gleich runter und dann wird verkostet. 5 Minuten durfte unsere Bacon-Marmelade jetzt auskühlen. Ich schnappe mir jetzt hier mal so ein schönes kleines Weißbrot und mache jetzt mal diese lauwarme Bacon-Marmelade auf mein Brot oder auf mein Baguette. Bacon Jam. Riecht auf jeden Fall grandios. Also richtig, ja, man riecht den Balsamico, man riecht den Schinken, man lässt was auf den Tisch fallen. Ja, auf euch. Ich probiere das jetzt. Guten Hunger. Leicht knusprig, der Schinken. Geil. Süß. Fruchtig, scharf, also genial. Nochmal auf euch. Boah, hammergeil. Passt bestimmt gut zu Brokkoli. Kartoffelpüree, unser Regieassistent ist auch wieder da. Steaks, gesunde Schärfe, bestimmt auch geil auf Steaks. Also gefällt mir super. Rührei mit Bacon Jam, wow, bestimmt der Bringer. Ja, also mir gefällt's. Amigo, du kriegst jetzt nichts. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne wohlwollenden Kommentar, Daumen nach oben. Abo wäre genial, Glocke aktivieren. Geht euch kein Video mehr durch die Latten. Bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino. Grillen am Fuß des Wienbiers. Macht's gut.